motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui maillé nous pour commencer. Tag 19. Gestern nach dem Squall. Ein Squall ist so eine Regenfront, wo meistens auch Wind mit drin ist. Hatten wir eine sehr angenehme Nacht. Der Wind war so 14 bis 16 Knoten und jetzt gerade geht die Sonne an einem fast wolkenlosen Himmel auf. Das entschädigt für alles. Das scheint ein schöner Tag zu werden. So, jetzt aber richtig. Lette beim Segel setzen. Erfolgreich haben wir die Segel gesetzt und die Laune ist heute auch ein bisschen besser, oder? Ich glaube schon. Ja? Strahlend blauer Himmel, 15 Knoten Wind, 4,6 Knoten Fahrt. Und morgen sind wir am Äquator. Meinst du? Ja. Ich glaube übermorgen. Nee. Morgen? Mhm. Okay. Laut meinem Büchlein, was ich führe. Und dann hoffen wir, dass es hier eine schöne Äquatortaufe an Bord gibt. Oh. Mal gucken, wer sich da was hat einfallen lassen. Also? Gibt eigentlich nur einen, der sich was einfallen lassen würde. Freut euch schon. Ich sitze seit 2 Stunden jetzt hier an der Einspritzpumpe. Weil der Motor ja nach dem Start oder nach langer Leerlaufphase kein Gas angenommen hat. Und jetzt habe ich ein bisschen gespielt hier mit der Fördermengeneinstellung von der Einspritzpumpe und da hinten mit dem Standgas. Also ich habe ihn jetzt soweit, dass er ruhig läuft, aber halt mit einer Leerlaufdrehzahl von 1200 Umdrehungen. Sobald ich die weiter runterdrehe, geigt der Motor so runn und geht aus. Ich werde das jetzt erstmal so lassen, bis wir in Nukuhiva sind und dann werde ich der Sache weiter auf den Grund gehen. Ja, das sind so hier die Probleme, die man an Bord hat, wenn man keine Fachleute gefunden hat, die das reparieren können. Aber Gott sei Dank ist heute ruhiges Wetter und so konnte ich mich dieser Sache mal annehmen. Und wir hoffen natürlich, dass wir den Motor auch nicht mehr brauchen, nur noch dann, wenn wir nachher den Anker schmeißen. Also nachher irgendwann in 8 Tagen. Tag 19. 17:45. Beißt ein Fisch. Und gefühlt zieht er schon 5 Minuten lang die Leine raus. 500 Meter hat er schon. Wir sind kurz vorm Ende. Jetzt hat er aufgehört. Hat er aufgehört. Und jetzt? Ist da wieder ein Köder abgebissen? Nee. Kann ja wohl nicht wahr sein. Diesmal ist er hier mit dem Haken abgehauen. Ich hatte den Haken hinten mit dem Stahlseil festgemacht. Ein Riesenhaken. Und den hat er abgerissen. Schade, schade. Wir hoffen nur, dass er überlebt. Wieder kein Fisch. Tag 20 auf See. Heute ist der 30. April 2022. Und wir hatten eine super ruhige Nacht. Wir hatten Wind zwischen 10 und 15 Knoten, ganz leichte Welle und sternenklaren Himmel. So wünscht man sich das als Segler. Und heute gibt es einen weiteren großen Step in unserer Seglerlaufbahn. Wir gehen demnächst in 2 Stunden oder so über den Äquator. Und das werden wir natürlich auch gebührend zelebrieren und feiern. Ja, schauen wir mal. Seid gespannt.
Ich, Neptun, bin gekommen aus den Tiefen des Ozeanes, weil mir zu Ohren gekommen ist, dass du, Annette Habermann-Pestotnik, auf die südliche Halbkugel reisen möchtest. Ist das wahr? Ja! Wie du sicherlich weißt, ist das nicht so einfach. Ach so? Zuvor muss ich dich etwas vorbereiten. Mit diesem ganzen Dreck und Schmutz, den du von der nördlichen Halbkugel bis hierher hin mitgenommen hast, kannst du nicht über den Äquator reisen. Deshalb muss ich dich einer kleinen Reinigung unterziehen. Hast du auch warmes Wasser? Bist du gewillt, es über dich ergehen zu lassen? Ja. Ja. Das hat keiner gehört. Bitte noch einmal. Sehr gut. Halte mal meinen Dreizack, bitte. Bist du bereit? Sie ist bereit. Jo! So ist das, wenn man auf die südliche Halbkugel will. Man muss gereinigt werden. Schön. Nix warm. Fühlst du dich sauber genug? Ich glaube, du verstehst den Ernst der Lage nicht. Okay. Jetzt gibt es nur noch eins zu tun. Schrubben? Auf der nördlichen Halbkugel nannte man dich Annette. Auf der südlichen Halbkugel darfst du einen neuen Namen annehmen. Hast du einen Wunsch oder soll ich einen Namen bestimmen? Keine Ahnung. Dann heißt du ab jetzt Bloody Mary! Okay. Du bist bereit, den Äquator zu überqueren. Ich gratuliere dir. Ich bin der Tuna. Und damit du, Schmierfink, von der nördlichen Himmelsrichtung, Kugel, nicht so schmutzig auf die südliche gehst, werden auch wir dich reinigen. Oh, bitte, Neptune. Na, bitte, das üben wir noch mal. Oh, bitte, Neptune, reinige mich. Ah, das Wasser hat nur 22 Grad hier kurz vorm Äquator. Oh, Neptune! Ich kann gar nicht sehen, Chris. Da hast du oben kein Scharnier im Kopf. Ich will in den Süden! Das kannst du jetzt. Du darfst jetzt in den Süden reisen. Danke, Neptuna. Dich nannte man auf der nördlichen Halbkugel Michael. Ist es doch nicht so weit? Doch. Ich muss ja den Namen wegspülen. Hast du einen Namen, wie man dich auf der südlichen nennen soll? Ja, bitte. Roter Kosar. Okay, dann darf ich dich jetzt auf den roten Kosaren. Ich glaube, ich bin getauft. Ja. Ich danke dir, Neptuna. Wir sind gereinigt, getauft der Befahrung der südlichen Hemisphäre. Steht nichts mehr im Weg. Und jetzt gleich ist es soweit. Wir können in der Ferne den Äquator schon sehen. Ja. Aber die Fähnchen, die haben wir noch nicht gefunden. Nee. Man achtet dort auf unsere Schiffsposition.
Momentan sind wir noch auf der nördlichen Halbkugel. 4, 3, 2, 1, 0! Juhu! Juhu! Süd! Süd! Wir haben es geschafft! Wir sind am Äquator! Und drüber! Und drüber. Jetzt steht da nämlich Süd. Am 30. April 2022 um 21.55 Uhr UTC 2046 Meilen seit Abfahrt in Mexiko haben wir den Äquator überquert. Wir sind unterwegs seit 3 Jahren und 9 Monaten. Ja, hätte schon viel früher passieren können. Aber, ne? So, jetzt noch ein bisschen und dann sind wir in der Südsee. Ich freue mich drauf. Ich auch. Lass die Sektkorken knallen. Einmal die Solarzellen zerschießen? Bitte nicht. Den Korken dürfen wir auch ins Wasser schießen, ist nämlich ein Naturprodukt. Jo, perfekt. So, Rasmus, ein Dankeschön an dich, dass du dich zusammengerissen hast und uns doch weitgehend gutes Wetter, gute Wellen und alles Mögliche geschickt hast, dass wir so weit gekommen sind. Wir hoffen auch, dass wir noch weiterhin so gut unterwegs sein werden. Und ein Dankeschön an die Limelight, die das alles überhaupt möglich macht. Prost! Aber nicht, dass du beschwipst bist und dich hier vertust mit allem. Jetzt der Limelight. Okay. Hier wird der Limelight auch ein bisschen was, ne? Jawohl! Prost, mein Schatz! Mein Schatz! Auf gute Fahrt für die Zukunft auf der südlichen Halbkugel. Ja. Und euch, liebe Zuschauer, auch vielen Dank. Wenn es euch gefällt, abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen oben. Dann verpasst ihr keine unserer Filme. Tag 22. Nachdem wir die letzten Tage nur so ein bisschen rumgedümpelt sind, aber herrliche Segel natürlich und Endmale so um die 80 Seemeilen, ist heute endlich ein bisschen Wind. Wir haben 16 Knoten Wind, sind auf Kurs und rasen Richtung Nukuhiva. Was sagst du? Rasen ist auch nicht so ganz. 5 Knoten machen wir. Ja, aber fünf, das ist schon ganz nett. 5 Knoten heißen 5 Tage, dann sind wir da. Ja, das wäre schön. Ihr fragt euch sicher, wie das so ist. 22 Tage auf See. Und dann auf so einem Segelboot. Also ich sag mal, wir haben vielleicht 15 Quadratmeter Unterdeck, wovon wir aber nur 10 nutzen. Der Rest ist vollgepackt. Und hier oben haben wir auch noch mal vielleicht 6 Quadratmeter im Cockpit, wo wir uns die ganze Zeit aufhalten. Und ja, wie ist das? Also man kann das vielleicht vergleichen, wenn man im Wohnwagenanhänger sitzt und den Großglockner mit 80 km/h hoch und runter fährt. Dabei kocht, isst, sich die Zähne putzt, versucht auf die Toilette zu gehen. Ich glaube, das kommt dem schon sehr nahe. Und das machen wir jetzt schon seit 22 Tagen. Aber man gewöhnt sich auch daran. Ein bisschen blöd ist immer, wenn die Welle von der Seite kommt
und nicht so viel Wind ist, dann schaukelt das Boot also noch extremer. Also dann fährt man schon mit 100 den Großglockner hoch. Und ja, wie schafft man das zu zweit? Geht man da sich nicht auf den Nerven? Also, wir haben uns bis jetzt noch nicht gestritten. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass wir ja im 3-Stunden-Rhythmus unsere Wache gehen. Das heißt, wir sehen uns nachts oder so nur mal kurz eine Minute, wenn wir die Wache übergeben. Dann geht der andere wieder schlafen. Und dann treffen wir uns das nächste Mal zum Frühstück. Ansonsten, ja, liest jeder etwas oder hört Hörbücher, hört Musik. Manchmal muss auch ein bisschen was repariert werden, aber das ist Gott sei Dank bis jetzt noch nicht so viel. Und auch unser Unterwand-Steuerbordseit, Gott sei Dank, tok, 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 es hält. Es ist bis jetzt nur eine Kardele gerissen. Und wir hoffen, dass das auch so bleibt, bis wir Nukuhiva erreichen. Mit zunehmender Zeit muss ich aber gestehen, die Nachtwachen anstrengender. Wir hatten uns ja gedacht, dass wir uns daran gewöhnen, weil wir ja im 3-Stunden-Rhythmus bleiben und auch unsere Zeit nicht auf die lokale Zeit umgestellt haben, sodass jeder mal in den Genuss kommt, Sonnenuntergang zu erleben oder Sonnenaufgang zu erleben, weil sich das ja doch sehr verschiebt. Aber man ist dann nachts doch schon ganz schön müde und freut sich, wenn man nach 3 Stunden in die Koje fallen kann und es nicht so dolle rappelt und man gleich einschläft. Bei der täglichen Inspektion habe ich gesehen, dass hier oben 2 Nieten von unserem Lümmelbeschlag weggerissen sind. Die werde ich natürlich gleich erneuern. Ich Neptun. Ich alles machen. Also, okay. So. Ich bin nicht Neptun. Nein, ich bin nicht Neptun. Ich bin Neptuna. Und? Ja, dann aber jetzt mit Ernst, bitte, ja? Okay.